Ja, und wir stehen immer noch vorm Friedhof und wir erinnern uns, wir können jetzt endlich, da wir ja doch Attributpunkte voll bekommen haben und Stärke skillen konnten, endlich das Hüterschwert benutzen. Und ich werde jetzt mal ganz vage was probieren. Ich nehme wieder das Wappenschild. Weil wir einfach zu schwer sind ansonsten. Ja, er rennt sonst ein bisschen zu träge durch die Gegend. So haben wir wenigstens was zum Schützen. Wir haben eine mächtige Waffe. Jetzt holen wir uns erstmal unsere Erfahrungspunkte zurück. Jawohl. Oh, Mann. Ja, nee, ist klar. Oh, blöde Pissnelke. Und das ist arschlangsam. Jetzt können wir ja nochmal was probieren. Ich habe noch nie beidhändig gekämpft hier, glaube ich. Oder? Nee, habe ich nicht. Und ich bin gespannt, was das so für Schaden ausmacht. 71, okay, damit kann man arbeiten, denke ich mal. Wir sind natürlich wirklich langsam. Ja. Dafür müssen wir aber bloß einmal zuhauen. Oh. Und wir können ja immer noch rollen. Zur Not. Ja. Ja. Oh. Was hat das eigentlich abgezogen? Ich konnte jetzt gar nicht gucken. 95. Alles klar. So geht das. So ist das okay. Hohohoho. Was ein so ein Attributpunkt ausmachen kann, ist doch Wahnsinn, oder? Ja. Hat aber ein bisschen zugehauen ihm. Okay, bevor wir ihn ja nochmal treffen, nehmen wir noch einen Trank. So, und jetzt macht er nämlich wieder unsere altbekannte genau das. Und das finden wir ja doof. Nicht wahr? Und dann nehme ich aber auch das Schild wieder. Denn wenn jetzt kommen diese kleinen Scheißviecher... So, uns zieht das hier tatsächlich gar nichts an, wenn wir da drunter stehen. Ob Schild oben ist oder nicht, ist scheißegal. So, der ist schon mal weg. Ich weiß nicht, ob wir schnell genug da hinten hinkommen. Ich hoffe es einfach mal. Ja, und tatsächlich, wir haben trotzdem was abgekriegt, aber das ist jetzt erstmal egal. Hauptsache, die Kleinen sind weg. Das ist wichtig. Denn die haben uns wirklich, wir erinnern uns an die letzte Folge, Kopf und Kragen gekostet. Ja. Dein Geschrei bringt dir gar nichts, mein Dicker. Ja. Und wegrollen. So, den hier kriegen wir noch kaputt. Oder? Ja. Sehr gut. Er macht hier wieder seine Stacheldinger. Da. Und den Kleinen. Mal gucken, ob wir den schaffen. Jetzt mit unserem Superschwert. Boah, der ist ja fast tot. Okay, zwei Schläge. Und die Kleinen sind tot. Och. Ey, das gibt's doch gar nicht. Und der ruft die schon wieder. Die sind natürlich wieder so weit weg. Oh, und er macht das schon wieder. Weg, weg, weg. Hier drunter. Da kommt schon so ein kleiner wieder. Das finde ich natürlich nicht so schön. Yeah! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir nehmen das Schwert wieder beidhändig. Macht er das wieder? Das ist aber okay. Solange diese Kleinen nicht unterwegs sind, ist das alles nicht so schlimm. Wir haben noch zwei Tränke und er hat schon mehr als die Hälfte verloren. Das ist Wahnsinn. Das haben wir vorhin nicht geschafft. Na komm. Oh, das war sogar nicht geplant. Und macht
macht er jetzt. Ja, er macht das wieder. Sehr gut. Und vielleicht sind die schon wieder tot, bevor sie hier ankommen. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ah, die haben mich hier wirklich noch rausgeschubbt. Das kann auch wohl nicht wahr sein. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich fall hier bald vom Glauben ab. So, da muss ich erstmal gleich einen Schluck Wasser trinken. Was soll's, was soll's. Es läuft ganz gut. Wir versuchen es ganz einfach nochmal. Was bleibt uns denn anderes über? Und er hat uns diesmal nicht gleich getroffen. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, wir haben schon mal einen besseren Start hingelegt als vorhin. Wir nehmen das Schwert wieder beidhändig und hauen ihm erstmal eine vor den Sack. Mich würde ja mal interessieren, ob man sich mit dem Schwert auch effektiv schützen kann. Na, okay. Man kann sich ein bisschen schützen. Ja, es ist nicht so wie mit dem Schwert direkt, aber okay. Und dann können wir eigentlich auch den Handschuh nehmen. Autsch, autsch, autsch. Oh, Junge. Es kotzt mich an. Hat das überhaupt was abgezogen gerade? Nicht wirklich, oder? Stand da Magiehandschuhe, irgendwas? Nee, das ist blöd. Wir nehmen das wieder in beide Hände. Oh nein. Nee, also das läuft jetzt gerade gar nicht. Überhaupt gar nicht. Jetzt macht er das schon wieder. Ja, doch ein bisschen können wir ihm sogar abziehen. Währenddessen. Oh, nehmen wir den Tram schon? Ich bin mir nicht so sicher. So. Ach ja, jetzt. Wir können schon hin. So, und dann nehmen wir den da hinten gleich aufs Korn. So. Jawohl. Und dann den kleinen. Und der ist tot. Sehr gut. So. Und jetzt kann es weitergehen. Ja, das kannst du ruhig machen. Und bitte zweimal zuschlagen. Ja, oder so. Sehr gut. Jetzt nehmen wir gleich den. Ja. Und hüpfen weg. Man weiß ja nicht. Doch, er macht das hier wieder. Nein, 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 nein. Wo ist der Kleine? Der hing irgendwo fest. Das ist gut. Achso, okay. Er macht jetzt wieder das. Ja, einer kommt noch. Sehr gut. Einmal zuschlagen und wieder weg. Jawohl. Und zuschlagen. Und wieder weg wollen. Ah, verdammt. Nein, 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 nein. Schöne Scheiße. Ist egal, wir haben noch zwei Tränke. So. Ich würde ihn dieses Mal gerne schaffen. Bin ich ganz ehrlich. So. Achso, er macht das jetzt schon wieder. Okay. Von wo kommt der Kleine? Da ist er. Oh Gott sei Dank, ich dachte, er schubt mich schon wieder runter.
Okay, jetzt macht er das schon wieder. So. Ja. Oh, ich möchte dich fertig machen. Ich mach dich auch fertig. Oh, nee, weg. Oh. Oh, jetzt hat er mich doch noch getroffen. Die Ratte. Oh, los. Los, wir haben sogar noch zwei Tränke. Oh, und du bist am Arsch. Anbeter. Wir haben ihn besiegt, wir haben ihn besiegt. Ich freue mich. Oh, das ist cool. Was kriegen wir denn? Versiegelte Rune, groß. Klauenfang, Großaxt. Die gucken wir uns natürlich gleich an. Okay, Glaubensanforderung 18. Das heißt, wenn wir erstmal die Fähigkeit haben, dann werden diese Waffen hier wahrscheinlich auch noch richtig gut. Glaubensanforderung 20, Glaubensanforderung 18, Geschicklichkeit 17. Also es reicht nicht einfach bloß die Waffen auszurüsten, man muss auch wirklich die Qualifikation, sage ich jetzt einfach mal, dafür haben. Stahlschwert. Trotz unserer Startwaffe, letzter Ausweg. Der Mönchstab, aber momentan Beständigkeit, unser Großschwert, mein Favorit. Es hat uns den Sieg gebracht. Es hat uns definitiv den Sieg gebracht. Und jetzt gucken wir doch mal, was wir mit unseren schönen Erfahrungspunkten alles machen können. Krypta von Steinwehr. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich eine Sequenz. Gut, ich wollte mich erstmal hier ran. Kontrollpunkt aktiviert und Gesundheit wiederhergestellt. Das ist sehr gut. So. 3642. Na, damit können wir doch arbeiten. Wir haben schon was in Zauberpunkte investiert. Aber ich würde jetzt gerne noch bei den Attributpunkten bleiben. Eben, weil... Okay, zwei haben wir jetzt da rausgekriegt. Auf jeden Fall Vitalität. Ne, Vitali. Und, was macht eigentlich Geschicklichkeit? Erhöht den Schaden mit schnellen Waffen, liefert aber auch eine leichte Steigerung der Energie. Ausdauer wirkt sich auf die Energiemenge aus, die dir zur Verfügung steht und verbessert deine Fähigkeit, schwere Rüstung zu tragen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, Ausdauer brauchen wir sowieso. Ja. Da kommen wir nicht drum rum. Gut. Das hätten wir. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und jetzt sprechen wir doch mal mit Kaslo. Gut, dass du es so weit geschafft hast. Die Sense sah mir doch recht gefährlich aus. Ach. Aber ich konnte sie nicht abschrecken. Quatsch. Oh, ganz easy. Gut, dass du es so weit geschafft hast. Ich war besorgt, doch die Sichel scheint keine Gefahr für dich zu sein. Ja. Jojo. Hab schon Schlimmeres mitgemacht. Nun sieh einer an, was die Katze da wieder angeschaut hat. Die kleine Szene. Das ist Jetka. Sie sucht nach irgendwas ganz Besonderem. Du hast ja keine Ahnung, Hakin. Wie ich sehe, hast du einen Mönch aufgelesen. Mein letzter hatte nicht so viel Glück. Bezaubernd. Du weißt wirklich, wie man bei einem Gespräch das Eis bricht. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Jetka, lass mich raten. Du hast doch hier irgendwas vor. Jetka, lass mich raten.
Du hast doch hier irgendwas vor. Was glaubst du denn? Ich weiß, welche Geheimnisse hinter der Wegpforte auf uns warten und ich werde mir das nicht entgehen lassen. Ach, was ist da auf der anderen Seite der Wegpforte? Was ist auf der anderen Seite der Wegpforte? Sie trennt unsere Welt vom Reich der Roga. Die Pforte führt zu einem verlassenen Tempel, der einst den Menschen gehörte. Die Roga greifen von dort aus an. Antanas befahl mir, mich dorthin zu begeben und alles in meiner Macht Stehende zu tun, um ihre Invasion aufzuhalten. Wie soll uns das zu Antanas führen? Das wird es nicht. Noch nicht. Als erstes müssen wir das Gebiet sichern. Und mit wir meine ich dich. Mit diesen Verletzungen wäre ich eher ein Hindernis als eine Hilfe. Ich arbeite sowieso besser alleine. Betritt jetzt die Wegpforte, Hakin. Finde einen Weg, die Roga-Herrscher aufzuhalten. Erst dann können wir zu Antanas. Okay, na, das sind ja wieder ganz hervorragende Aussichten. Wir haben gerade erst so einen fetten Typen da fertig gemacht. Und jetzt müssen wir schon wieder kämpfen. Aber was hat denn Jedgar eigentlich noch dazu zu sagen? Hakin, worauf warten wir noch? Ja, gut, toll. Kleine Kriegerbraut eben. Was war hier hinten eigentlich noch? Gab's hier noch irgendwas? Friedhof. Während des Kämpfens habe ich doch hier hinten lauter Symbole, Runen gesehen, die uns den Weg versperren sollten, nehme ich mal an. Aha. Wo kommen wir hier hin? Okay. Bedrohliche Musik. Und da rennen doch schon wieder Viecher rum. Auf jeden Fall sind wir von hier nicht gekommen. Das steht schon mal fest. Was ist das? Das sieht aus wie ein Schwanz. Von etwas Großem. Ein großer Schwanz. Drachen? Oh. Och nö, das ist doch so ein fetter. Einer von denen, die mich hier schon fast fertig gemacht hätten. Aber er geht immer für das. Oh, oder auch nicht. Oder auch nicht, oder auch nicht. Hm. Oh, ich dachte schon. Okay, kann er hier rein? Kann er hier rein? Kann er? Kann er? Kann er? Kann er nicht? Na, ich guck mal in die Truhe. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eine Axt. Okay, das ist gut, das reicht mir erstmal. Und dann verpisse ich mich hier auch wieder schnell. Also, habe ich jetzt keine Lust drauf. Nein, 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 nein. Wir gehen wieder raus. Oh, ich dachte schon, wir kommen da nicht mehr raus. Das wäre natürlich doof gewesen. Na, ah, die Musik ist so herrlich. Einige Gegner gehören nicht in deine Dimension. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So herzallerliebst, wie sie auch aussehen, aber manche gehören hier einfach nicht hin. Okay, also da geht's auf jeden Fall noch weiter. Ja, vielleicht kommen wir da auch noch hin. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir da noch gar nicht sein sollten. Aber auf jeden Fall haben wir eine Axt gefunden. Die wollte ich mir gerade noch angucken. Wo ist sie denn? Meine Axt. Großaxt. Stärkeanforderung 22. Na, das kann ja noch dauern. Oh, und ich wollte die doch gar nicht nehmen. Mein Gott. Beständigkeit ist doch mein Schwert. Renne, 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 renne. Finde einen Weg. Okay. Zerstöre das Tor der Herrscher nach Steinwehr. Was? Zerstöre das Tor der Herrscher nach Steinwehr? Na, okay, doch. Klingt richtig. Na, dann werden wir mal sehen, was dort auf uns wartet. Ein Ladebildschirm.
Manche Waffen sind so schwer, dass sie unmöglich mit einer Hand benutzt werden können. Ja, dazu wird wahrscheinlich auch diese Axt gehören. Unglaublich. Hinter der Pforte ist keine Kammer, sondern eine andere Welt. Sie wirkt vertraut, aber wie eine Kindheitserinnerung. Verzerrt, brüchig. Dieser Lichtstrahl. Ist das der Ort, nach dem du suchst? Ich werde allein gehen. Du hältst mich bloß auf. Also, wir sehen uns, Glatzkopf. Vielleicht. Sie hat wohl nicht gesehen, was wir da gerade auf dem Friedhof getrieben haben. Alter Schwede. Alter Schwede. Aber ich muss mal sagen, wow, sieht das gut aus. Und mal sehen, wo uns diese Brücke hinführen wird. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht unbedingt einladend aus. Was ist das? Was ist das? Ich kann es nicht anvisieren. Hallo? Hässliche Fresse. Er nahm sein bleiernes Schwert zur Hand. Kannst ja sogar reden. Und du ebenfalls. Ich bin überrascht. Schmied, das ist ein Schmied. Okay. Ja, was bist du? Was bist du? Gute Frage. Die irdischen Gesetze gelten nicht mehr für mich. Vor hunderten Lebzeiten verließ ich das Reich der Menschen. Ich habe keinen Namen mehr. Er ist lange vergessen. Hier spielt er keine Rolle. Du hast das Reich der Menschen verlassen. Von dem Moment an, als die Universen geboren wurden, begannen sie zu sterben. Es ist unausweichlich. Nichts bleibt gleich. Selbst du veränderst dich in diesem Moment. Direkt vor meinen Augen. Und ich mich vor deinen. Okay. Und was machst du hier? Was machst du hier? Etwas sucht nach mir. Etwas Wertvolles. Es wird mich erreichen. Stück für Stück. Was meinst du? Es wird kommen, wenn die Roga gehen. Die Roga werden nicht so schnell verschwinden. Gehen und kommen. Kommen und gehen. Für mich ist das ein und dasselbe. Was suchst du denn für einen Schatz? Es ist ein Kristall. Ein ganz besonderer Kristall. Ein Kristall, der Risse zwischen den Welten erzeugen kann. Risse stark genug, um neue Wege hervorzubringen. Die Roga könnten diesen Kristall benutzen, um in unsere Welt zu gelangen. Den Kristall selbst findest du am Ort der Macht. Dem Ort, wo alle Energie sich sammelt. Nimm ihn an dich und die Roga-Herrscher sitzen fest. Dann bring ihn zu mir zurück. Ja. Okay, wir geben unser Bestes. Und du bist ein Schmied? Diese ganzen Werkzeuge. Bist du eine Art Schmied? In mancherlei Hinsicht, ja. Ja, das könnte man so sagen. Ich habe durchaus mit Waffen und dergleichen zu tun. Dann schmiede mir was. Ich könnte dir den Ozean geben. Und du bittest mich bloß um ein Glas Wasser? Gut, dann gib mir den Ozean. Zeig mir eine deiner Runen. Und mit dieser Rune kannst du jede beliebige Waffe verstärken. Okay. Hier brichst du versiegelte Runen. Du kannst die Art der versiegelten Rune mit der Maus auswählen. Wenn du deine Auswahl getroffen hast, kannst du mit F Erfahrung setzen, um deine Chance auf höherwertige Runen zu erhöhen. Sobald du mit deiner Auswahl zufrieden bist, kannst du die versiegelten Runen öffnen, indem du linke Maustaste gedrückt hältst. Okay. Die Runen, die du durch Brechen ihrer Siegel erhältst, werden hier angezeigt.
Detailinformationen über die aktuell gewählte Rune werden hier angezeigt. Ihre Effekte unterscheiden sich abhängig von der Gegenstandsart, in deren Sockel sie eingesetzt wird. Aha. Okay. Wir haben 7 kleine Runen und 3 große Runen. Was machen wir damit? Höhere Giftrune. Gewöhnliche Magierune. Niedere Glücksrune. Kann man die jetzt eigentlich auch irgendwie miteinander kombinieren? Nein. Was macht die eigentlich? Waffe, Attributskalierung plus 3%, Rüstung plus 4, Schild plus 7%. Aha. Was? Magiehandschuh? Alles für den Magiehandschuh? Okay. Runen ausrüsten. Das kann man anscheinend hier oben machen. Wir nehmen einfach mal die höhere Glücksrune. Und das geht natürlich nicht. Muss der uns das jetzt schmieden oder war es das jetzt schon, was wir machen könnten? Was sagen die Runen, wenn sie zu dir sprechen? Erzähl mir etwas über die Reisen zwischen Dimensionen. Obwohl, nein, wir gucken jetzt mal bei Herstellen rein. Und man muss doch da irgendwie... Je mehr EP du investierst, umso höher sind deine Chancen auf bessere Runen. Momentane Erfahrung 50. Na gut, damit können wir natürlich nicht wieder unten noch anfangen. Nee. Höhere Giftrune. Das können wir aber alles noch nicht ausrüsten. Na, ist egal, da kommen wir schon noch hinter. Ich will jetzt auch nicht das Ganze hier unnötig in die Länge ziehen. Ah, ein Wiedersehen. Ja. Nee, verlassen. Wir ziehen erstmal weiter. Das mit den Runen, das gucke ich mir nochmal in Ruhe an und zeige euch das dann vielleicht in der nächsten Folge. Und... habe ich hier nicht was gesehen? Nein, ich habe mich geirrt. Aber hier könnte sich doch auch noch was verstecken. Tut's aber nicht. Na gut. Da ist schon wieder Jetka. So, wir benutzen erstmal diesen Kristall. Und haben erstmal unseren Wegpunkt gesichert. Oh, und hier ist schon wieder ein Tor und ein großer Platz. Und was könnte uns dahinter wohl erwarten? Und, tja, was kommt jetzt wohl noch davor? Ja, das erfahren wir wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Lords of the Fallen. Wir haben endlich den Anbieter besiegt, diese blöde Pissnelke. Entschuldigung, aber es ist ja wirklich wahr. Eieiei, das war ein Akt. Aber wir sind gespannt, was jetzt passieren wird. Da ist ja wieder ein großer Platz. Ich hoffe, dass nicht sofort wieder so einer auf uns zukommt. Aber naja, wir werden sehen. Wir sind für alle Überraschungen zu haben. Also schaltet wieder ein zur nächsten Folge. Ich sage wieder mal Tschüss.